bin zu kurz die Zeit gestoppt, aber dann geht's weiter. Es bleibt beim 5:5. Inwiefern ist das jetzt ein Unterschied, wenn man dieses große Event hat und hört, wie die Leute auch mitgehen? Ich erinnere mich an das Spiel in Schwerin, Deutschland gegen Montenegro, was doch relativ deutlich gewonnen wurde. Und die Leute waren sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr euphorisch in der Halle, damals in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin. Inwiefern ist das ein Unterschied, sowas jetzt live zu sehen, direkt auf das Spielfeld zu gucken? Man hat doch eine andere Sicht als auf der DVD. Ja, definitiv. Man ist beim Handball, das ist ja auch das Schöne, man ist extrem dicht dran, man kriegt viel mit. Man sieht, wo gerade Grün-Weiß wieder in Führung geht mit dem 6:5. Man sieht eben sehr, sehr viel, man ist extrem dicht dran, was man beim Fußball oder bei anderen Sportarten nicht hat und auch natürlich nicht, wenn man im Dienst ist und arbeitet. Insofern, glaube ich, kann da jeder Handballfan nachempfinden, live bei einem Spiel dabei zu sein, ist immer was Besonderes. Ja, um das kurz nachzureichen, Katrin Hilger vom Kreis erfolgreich für Grün-Weiß, die Führung zum 6:5. Wo ich gerade drin weiß, wo wir gerade einen Pfiff dabei haben, wie viel haben Sie mit den Schiedsrichtern zu tun oder wird das vom Verband organisiert? Ja, das ist eine Verbandssache, die werden angesetzt, die nehmen wir gerne, die betreuen wir gerne, wir stellen ihnen alles zur Verfügung, was sie brauchen, aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Jetzt gibt es erstmal 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin und Theresia Meissner tritt zum zweiten 7 Meter an, der erste von Julia Harder. Ist ja nicht drin gewesen. Und schönes Dreiangel. Super. Und da spricht der wahre Experte. Er sagte vor dem Wurf bereits, der ist drin und er ist drin. 7:5 für Grün-Weiß Schwerin. Nach knapp 14 gespielten Minuten. Und jetzt sieht das auch ein wenig besser aus bei Grün-Weiß. Die Nervosität hat ein wenig nachgelassen. Die Spielfreude hat gewonnen. Jana Frahm indessen mit dem Tor für Doberan. Ja, man merkt, dass die ersten Minuten natürlich die Anspannung groß war und jetzt kommen die ersten Kombinationen, die laufen, der Ball läuft, man ist besser im Spiel und der Spielstand selbst gibt natürlich auch ein bisschen Sicherheit. Klar, man ist in Führung. Jetzt war das Tor von Julia Harder, aber der Ball, das Spiel war vorher unterbrochen von den Schiedsrichtern, so geht es weiter mit Freiburg für Grün-Weiß Schwerin. Und das war ein klasse Anspiel an den Kreis. Ja, Katrin Hilger mit ihrem zweiten Treffer. 8:6 für Grün-Weiß Schwerin. Da sieht man auch, was für Potenzial die Mannschaft hat. Das war ein klasse Spielzug, super das Anspiel und dann auch super vollendet. Ich glaube auch, dass egal wer im Tor steht, den hat sie so schön ins Dreieck gemacht. Wirklich top, super rausgespielt. Ja, aber es war eben schön zu sehen beim Zurücklaufen der Mannschaften, welche Erleichterung doch in den Gesichtern von Grün-Weiß zu sehen ist. Das ist scheinbar die harte Arbeit der Vorbereitung, die hier die ersten Früchte trägt. Der war ein klarer Verdienst der Abwehr, die sich jetzt wirklich über mehrere Sekunden souverän durch Kampf dort sicher steht hinten und natürlich auch Doberan wenig Möglichkeiten lässt. Und so kommt es zum Abschluss mit einem Wurf, ne, den sie sich nehmen muss. Der geht daneben, war nicht gut rausgespielt. Klarer Verdienst der guten Abwehr von Schwerin. Ja, wir haben sie eben auch kurz alleine gelassen, damit sie mal einen Eindruck bekommen, wie viel da auf dem Spielfeld geredet wird, wie laut es auf dem Spielfeld zugeht. Wo wir vorher schon wussten, das ist das, womit sich die Abwehr muss reden, damit sie funktioniert. Und das hat eben sehr gut funktioniert bei Grün-Weiß Schwerin. Und jetzt Zeit angezeigt, jetzt muss Schwerin schnell abschließen. Und da bleibt sie
in der Block hängen, Juliane Schiller. Und so wieder Ballbesitz für Dubberan. Schön rausgesprungen jetzt von Hilger, festgemacht. Er verliert sich den Ball, aber geschubst, und so gibt es 9 Meter für Dubberan. Und das war etwas, was wir im letzten Spiel angesprochen haben. Halbhohe Bälle sind leicht für den Torhüter, eine dankbare Aufgabe. Und das haben wir noch hier wieder gesehen. Halb hoch der Ball und gehalten von Laura Fischer. Aber jetzt der Konter für Dubberan. Und also Theresia Meissner wollte sie noch halten, schafft es nicht. Und so Franziska Rogatz mit ihrem ersten Treffer zum 7:8 Anschlusstreffer. Ja, da wollte sich durch eine enge Lücke durchkämpfen, hat nicht ganz funktioniert. Torwart hält den Ball, aber es gibt 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. So, und da lasse ich gleich mal meinen Hellseher gleich wieder ran. Geht er rein? Ganz sicher, unten rechts. Oh, Entschuldigung, unten links. Unten links und an den Pfosten, das hat diesmal nicht ganz funktioniert. Also auch der zweite von 3, 7 Metern geht daneben. Und jetzt gibt es Auszeit genommen vom Doberaner SV. Da sieht man die Auszeit genutzt bei Grün-Weiß-Schwerin zum Wechseln, um einen taktischen Wechsel vorzunehmen. Wir haben jetzt Sarah Bischoff mit auf dem Feld für Katrin Hilger. Und da sehen wir in Abwehr auch einen Positionswechsel. Bischoff geht auf die Außenposition. Und Schiller rückt auf die Halbe. Auch da war eben schön zu sehen, Meissner mit im Kreis, geht mit, der Positionswechsel in der Abwehr hat funktioniert und das führte zum Erfolg, der Fehlwurf auf Seiten von Dubberan. Ja, die Abwehr ist wirklich jetzt sehr, sehr gut im Spiel. Die Abstimmung passt und ich denke, dass Grün-Weiß, okay, ich wollte gerade sagen, sich vielleicht dann doch mal um das eine oder andere Tor absetzen kann. Aber in Dubberan steht auch eine starke Torhüterin im Tor, die gerade eben wieder einen freien Wurf Grün-Weiß abgekauft hat. Ja, es war aber schön rausgespielt auf die Außenposition und dann geht der Ball nicht ins Tor aus, was ja Abwurf geben würde, sondern ins Seiten aus und es gibt Einwurf für Grün-Weiß-Schwerin. So bleibt der Ballbesitz bei den Schwerinerinnen. Zweite Chance. Das war gut gespielt, aber technischer Fehler. Zeit angezeigt, Julia Harder mit dem Hüftwurf. Und jetzt war ein wenig Uneinigkeit bei den Schiedsrichtern. Der eine zeigte noch Zeit, an der andere nicht mehr. Was aber bei Torwartberührung eigentlich Abbruch des, wie wir letzte Woche gelernt haben, passiven Spiels sein sollte.
gab es ein wenig Verwirrung, deswegen der schnelle Abschluss und der Fehlwurf auf Seiten von Grömer Schwerin. Somit bleibt spannend. Schwerin immer nur noch mit einem vor. Ich glaube, hatten wir in dem Spiel überhaupt schon mal zwei vor? Ja, wir hatten einmal zwei vor, hatten wir schon. Also sagst du es richtig, es bleibt spannend hier. Und wir haben schon 21 Minuten gespielt. Wir können uns, denke ich, auf ein spannendes Spiel bis zum Ende des Spiels freuen. Ne? Jetzt sehen wir einmal Theresia Meissner, zeigt da den Spielzug an. Und da geht sie, spaziert sie durch die Abwehr und macht die zweite Toreführung für Grün-Weiß Schwerin. Das wirkt ein wenig passiv in der Doberaner Abwehr gerade. Das war eine schöne Finte, aber Schrittfehler. Und somit geht weiter mit Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin und die Chance, sich hier mal mit drei Toren abzusetzen, kurz vor der Pause, psychologisch wichtig. Definitiv. Aber man muss eben auch sagen, ich bin ganz optimistisch, was den Spielverlauf angeht. Denn Schwerin kommt immer besser ins Spiel, zumal, wie gesagt, die Spiele auch von hinten raus gewonnen werden mit einer sicheren Abwehr. Und da ist Schwerin auf dem besten Weg. Und vielleicht ist die Torhüterin von Doberan auch irgendwann nicht ganz so stark mehr, dass dann doch noch der eine oder andere Ball den Weg ins Netz findet. Ja, es war Stürmerfoul entschieden. Jetzt gegen Grömer Schwerin. Und so Ballbesitz für Doberan. Schön abgefangen von Julia Harder, aber auf Freiwurf entschieden für Doberan. Und erneut Schrittfehler gegen Claudia Struppe. Wieder nimmt sie, guckt sie sich da schön die Lücke aus, aber nutzt da einen Schritt zu viel für den Wurf. Und das muss natürlich abgepfiffen werden, denn es dürfen ja nur drei Schritte gemacht werden. Jetzt haben wir gesehen, schönes Positionsspiel. Schönes Positionsspiel von Grömer Schwerin auf den Außen. Und jetzt die 2-Minuten-Strafe gegen Anke Lehmann beim Angriff auf den Außenspieler. Und Theresia Meissner mit dem vierten 7-Meter für Grün-Weiß Schwerin. Der zweite verwandelte. 10 zu 7, die erste 3-Tore-Führung. 6,5 Minuten vor der Pause. Ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Entweder kann man sich jetzt entsprechend absetzen und komfortabel in die Pause gehen, oder man stachelt jetzt den Gegner so sehr an, dass man sogar ins Hintertreffen wieder gerät. Ja, und man hat auch gut gesehen, eben der Trainer Steffen Franke hat die Zeit genutzt, wo der 7 Meter vorbereitet wurde, hier mit der einen oder anderen Spielerin noch mal ein paar taktische Anweisungen abzustimmen. Also es sieht ganz gut aus für Grün-Weiß im Moment. Ja, wir sind nun spielen wir auch in Überzahl. So muss man auch wieder sagen, wer Handball kennt, weiß, ne? Ein Spiel hat 60 Minuten und eine 3-4-5-Tore-Führung hat im Handball noch überhaupt gar nichts zu sagen. Dem kann ich mich haltlos anschließen. Ich habe in der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns, dazu muss ich sagen, bei den Männern auch schon Spiele erlebt, wo 12-Tore-Führung am Ende nicht zum Sieg reichten, sondern sogar noch verloren wurden. Das macht doch auch den Handballsport aus. Na, da hat man doch Spaß dran, wenn man sieht, wie ein Spiel dann doch noch kippen kann. Oder das eben auch, gerade wenn man natürlich für eine Mannschaft ist und die liegt hinten mit 4-5 Toren, dass es sich immer lohnt, dran zu glauben. Bis zum Ende natürlich die Mannschaft anzufeuern, zu unterstützen.